Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg kaltschnäuzige Kleintier, oder genau gesagt hier um Syla. Der befindet sich hier im Gebiet Randraff bei Tor 4052. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht wie folgt aus. Wir verwenden hier zwei Waschbären mit Biss, Überleben und Giftzahn. Breeds sind eigentlich egal an dieser Stelle. Und dann noch eine Schnecke mit Schleimbohrung, Panzerschild und Tauchen. Hier wäre es ein bisschen vom Vorteil, wenn ihr zum Beispiel einen schnelleren habt aus 62 bzw. 260 genau, dann seid ihr halt eben genau gleich schnell wie der Asche und deshalb könntet ihr sozusagen dort vielleicht das Glück haben, dort nicht getroffen zu werden und somit den Gegner mit 100% dann gegenübertreten. Aber eben, es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, danach hat man noch ein bisschen Spielraum. Und bei den Waschbären, da gibt es einige, zum Beispiel heißt die Umbra Ringelschwanz, Scheuerbeuteldachs, Maskenenok und Maskenenok Junges oder halt eben diese hier oben als Beuteldachs. Also eben diese drei Attacken müssen einfach dabei sein, damit es schön aufgeht und dann beginnen wir gleich mal den Kampf. Zu Beginn ist es leider ein bisschen crit-anfällig, also wenn es nicht schön aufgeht, ja, wird es halt sehr knapp sein mit den weiteren. Aber wenn alles schön abläuft, also eben, dass ihr zuerst einmal den Giftzahn einsetzen könnt und danach ja zweimal Biss, dann ohne Crits sollte es schön aufgehen. Also eben hier nochmals einen Biss und eben wenn ihr zum Beispiel den sehr schnellen Breed habt, ja, überlebt er halt eben nur mit 50 Gesundheitspunkten. Beim einen habt ihr vielleicht so 100. Also eben da ja, könntet ihr vielleicht noch einen Crit überleben, zum Beispiel vom Dot oder so, aber es wird auch da recht knapp. Aber eben nach zwei Bissattacken zuerst einmal Überleben einsetzen. Somit gewinnen wir sozusagen zwei Runden, indem wir hier jetzt nochmal Biss einsetzen können. Und Asche überlebt am meisten etwa mit 200 Gesundheitspunkten. Dann an dieser Stelle werden wir eben getötet. Dann kommt hier die Schnecke ins Spiel und eben hier an dieser Stelle könnte es sein, dass die Schnecke gleich schnell ist als die Asche. Und deshalb ja, würdet ihr halt vielleicht die Chance haben, nicht getroffen zu werden. Aber wir setzen jetzt einfach die Schleimbrühung ein und hauen den Gegner weg. Jetzt kommt der Reißzahn ins Spiel. Hier ist halt wichtig, dass wir zuerst einmal das Panzerschild draufhauen, damit man hier die Dots halt recht gut kontern kann. Zudem halt die kleinen Attacken vom Reißzahn. Und danach tauchen wir ab, damit man danach nur einen runden Durchgang vom schneidenden Wind hat, damit man halt diese Zufallskomponente ebenfalls recht gut verringern kann. Denn es kann sein, wenn ihr zum Beispiel zuerst mal hier dreimal getroffen werden, zu einem späten Zeitpunkt nochmal dreimal, dass es da halt sehr knapp wird, damit ihr vielleicht die Schnecke zu früh stirbt. Das Wetter wird meistens den Rest erledigen, aber trotzdem, es wäre natürlich schön, wenn die Schnecke etwa so 500 Gesundheitspunkte hat, bevor man gegen den Schwarm hier attackiert. Und eben hier setzen wir einfach Schleimbohrung ein, bis halt Reißzahn getötet wird. Oder halt wir selber. Jetzt ist zum Glück die Schnecke am Überleben. Hier wäre es so, wenn ihr zum Beispiel mit dem, ja, mit dem Waschbär alleine gegen den Schwarm attackiert, würde ich halt zuerst einmal Biss, dann einmal Giftzahn, dann die Überlebenattacke und dann wieder Biss, 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 bis halt der Gegner halt weggehauen wird. Aber jetzt an dieser Stelle einfach weiterarbeiten mit Schleimbrung. Meistens ist es dann so, dass man danach durch die Dots halt ein bisschen weggehauen wird. Und ja, da werde ich jetzt halt einfach passen, weil ich sowieso hier verfehlen würde durch das blendende Gift. Und hier nochmals. Ansonsten könntet ihr vielleicht mit Panzerschild noch irgendwie gegenarbeiten, aber ja, hat meistens gar keinen Sinn. Danach eben hier weiter attackieren, am besten mit Giftzahn, damit halt so ein kleiner Dot drauf ist. Oder wenn ihr seht, ihr könnt mit einer Bissattacke den Gegner töten, setzt natürlich Biss an ein. Und damit ich jetzt nicht noch durch die Dots sterbe, setze ich zuerst einmal Überleben ein und haue danach mit einer Bissattacke oder beziehungsweise der Dot erledigt dann den Rest. Und ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!